Hallo und willkommen auf meinem Kanal und einem neuen Zeitrennen. Diese Woche haben wir El Burro Heights mit einer Zeitvorgabe von 2 Minuten 10. Wo finden wir das Rennen? Das Rennen finden wir hier vorne am Icon zu erkennen bei El Burro Heights. Das ist so quasi eine Ölförderanlage und das Rennen endet hier oben am Observatorium. Die Route, die hier vorgegeben ist, bis auf diesen Schlenker hier hinten oder bis hier, bis auf diesen Schlenker könnte man sie so locker fahren. Das geht einwandfrei. Wir werden sie etwas anders fahren. Es gibt mehrere Alternativen, wie man sie fahren kann. Ich versuche euch hier die leichteste, also nicht die schnellste, sondern die leichteste zu zeigen. Und angefangen damit, dass wir hier gleich über die Wiese abkürzen auf die Straße. Der Straße folgen wir. Da gibt es dann zwei Wege. Entweder durch die Gasse hier und dann rechts oder wir fahren weiter bis zur Kreuzung und dann rechts. Dann folgen wir der ganzen Route. Alles folgen, Vollgas. Hier, man könnte sie wirklich so fahren, aber ich würde euch empfehlen, den ganzen Schwung beibehalten bis zu diesem Punkt und hier würde man da rechts abbiegen und diesen, Feldweg ist es nicht, einfach die Gasse hier hochfahren, da müsst ihr aufpassen auf Querverkehr, auf Gegenverkehr und so weiter. Dem folgen wir ganz normal hoch. Dann gibt es jetzt ab diesem Punkt zwei Alternativen, wie man das fahren kann. Die erste Abkürzung, also Zeitunterschied, beträgt ungefähr 3 bis 4 Sekunden oder 2 bis 3 Sekunden, je nachdem wie perfekt ihr die nimmt. Also die erste Alternative, das wäre, wenn ihr jetzt den Punkt hier hinsetzt. Mit dem Motorrad könnt ihr hier direkt durch den Picknickplatz abkürzen, mit dem Auto müsst ihr etwas weiter und dann könnt ihr hier durchs Feld kürzen. Dann folgt ihr bis zu dieser Wanderstraße, die könnt ihr entweder hier hochfahren und dann an dieser kleinen Kurve sofort rechts, links, sofort links über den Hügel hier hinter und dann bis ins Ziel. Oder ihr versucht es mit dem Motorrad, geht es am einfachsten, hier sind so zwei Bäume, zwischen den zwei Bäumen direkt auf den Hügel fahren und dann auf den Bergrücken hier vor bis zu diesem Punkt. Die Leitplanke durchbrechen oder diesen Holzzaun durchbrechen. Aufpassen, das ist eine sehr enge Stelle, weil hinter dem Holzzaun eine Leitplanke ist, wo man stürzen kann und dann ins Ziel. Einfacher wäre es auf jeden Fall hierfür, weil diese Stelle hier vorne und diese Stelle hier hinten, wenn man sie nicht drauf hat, würde man mehr Zeit verlieren. Deswegen empfiehlt es sich lieber, diese Route zu fahren, also die außenrum, die ist auch mit dem Auto sehr, sehr gut geeignet. Und die Route wird dann sowieso dargestellt für diejenigen, das habe ich bisher noch nie erwähnt in meinen Videos. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele die ganzen Abkürzungen gar nicht nehmen, weil es, keine Ahnung, sie fahren irgendwie Route orientiert. Das heißt, da wo der Navigator sie navigiert, da fahren sie hin. Beispiel hier, viele orientieren sich so stark an der Route, dass sie wirklich dieses Zickzack in Kauf nehmen, wobei man hier ganz einfach locker geradeaus fahren würde, also den ganzen Schwung beibehalten und dann nur einmal rechts abbiegen. Und diese Kurve könnte man sogar Vollgas fahren, indem man hier abkürzt, je nach Lage. Wenn hier keine parkenden Autos, keine Fußgänger sind, kann man diese Kurve absolut Vollgas fahren. Deswegen empfiehlt es sich, also deswegen versuche ich jetzt einfach mehr auf die Route einzugehen, weil ich eben festgestellt habe, viele Fahrer oder viele Spieler, die sich in GTA nicht so gut auskennen, also in dieser Map nicht auskennen. Ich persönlich kenne die Map nicht auswendig, also muss ich ehrlich sagen, ich orientiere mich, wenn ich eine neue Route habe, auch mehr an der Route, an dem Navigator, als wenn ich jetzt kreuz und quer irgendwo Abkürzungen fahre. Gut, ich würde mit euch die Route abfahren.
Aber vorher Fahrzeugempfehlung, Fahrzeugempfehlung. Ich habe die Bati 801 vollgetunt. Es ist auch möglich mit der ungetunten, ohne Wheelie, ohne nichts. Ansonsten Shotaro, Shotaro, Hakuchu Drag, Akuma, so ziemlich jegliches, jedes Bike ist hier möglich. Dasselbe mit den Fahrzeugen, wie immer Krieger Emeris, die gängigsten Fahrzeuge nenne ich hier eigentlich einfach. Gut, ich würde sagen, wir fahren die Route ab. Am Start ganz einfach hier den Hügel runter. Und dann könnt ihr hier einfach nur runterfahren, aufpassen, dass ihr unten an diesem Rohr nicht hängen bleibt. Deswegen mit Schwung runterfahren, dass ihr da am Rohr nicht hängen bleibt. Hier dann entweder links an der Kreuzung rechts rum oder hier durch die Gasse. Wenn ihr weniger Bodenwellen haben wollt, dann fahrt ihr hier rechts rum. Nehmen tut es sich wirklich nicht viel, aber hier ist mehr Gegenverkehr wie jetzt durch die Gasse. Beim Rausfahren aus der Gasse oder aus der Kurve aufpassen, dass man hier nicht in den Gegenverkehr reinfährt. So, ab hier dann alles Vollgas. Ab hier dann alles Vollgas. Es gibt auch alternativ die Möglichkeit, ich glaube, das ist ab diesem Punkt. Genau, alternativ gibt es die Möglichkeit, auch hier querfeld. Also ich glaube, hier ist der Startpunkt, dass man hier runterspringt und dann querfeld hier alles ja, durchjumpt. Aber das ist eher für Motorräder geeignet und nicht für Fahrzeuge bzw. Geländewagen, wäre auch gegangen. Würde auch gehen. Geländefahrzeuge wie jetzt Dragoer oder Vagrant und sowas. Auf jeden Fall, hier fahren wir alles Vollgas. Die Route ist eigentlich ziemlich simpel. Einzig Schwere ist wie immer der Gegenverkehr oder allgemein der Verkehr. Einfach nur vorausschauend fahren und den Verkehr so gut wie möglich ausweichen. Ich versuche es jetzt schnell, weil es wird jetzt langsam dunkel und dann sieht man auf dem. Hier zeigt uns jetzt die Map an. Rechts abbiegen. So, wir sind vorbeigefahren. Er hat uns eine neue Navigation gemacht. Die fahren wir auch vorbei. Und dann könnt ihr sehen, hier nach dem Kino, diese, keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist, auf jeden Fall hier rechts rein und hier könnt ihr schon abkürzen. Je nach Fußgänger und hier parkende Fahrzeuge, was war das? Parkende Fahrzeuge könnt ihr, hier, das ist die Pacific Bank, genau, Pacific Standard Bank, hier bis zu der Bahn und dann könnt ihr hier einfach nur abkürzen. Vollgas. Hier dann einfach nur vorsichtig hochfahren, nicht im Gegenverkehr reinknallen und dann vorausschauend fahren, dass ihr da frühzeitig ausweichen könnt. So, dann kommen wir hier jetzt mit dem Motorrad, könnt ihr ganz einfach hier abkürzen, indem ihr hier hochfahrt zwischen Mauer und Baum. Mit dem Auto schwer zu machen, mit dem Auto könntet ihr hier abkürzen oder hier nimmt die Kurve ganz normal. Wir fahren jetzt mal hier, damit ich euch diesen Bergrücken zeigen kann. So, hier dann rechts rein oder ihr fahrt zwischen den Bäumen hier oben hoch. Dann fahrt ihr auf dem Bergrücken weiter. Ansonsten, wenn ihr hier durch den Wanderweg fahrt, müsst ihr nach dieser Kurve, direkt nach dieser Kurve, sofort links hoch, sofort hier links hoch, weil hier wird es dann schwer und ihr verliert extrem viel Zeit. So. Dann hier Leitplank, Zaun durchbrechen und vorsichtig die letzten 2 Meter ist Leitplanke. Nicht, dass ihr da reinknallt. Jetzt zeige ich nochmal die andere Route. Runter. So, nehmen wir an, ihr habt nicht die Abkürzung genommen, ihr fahrt hier einfach alles Vollgas geradeaus. Und so werden wir auch nachher fahren. Ihr fahrt hier alles Vollgas geradeaus. Je nach Verkehr könnt ihr diese Kurve voll nehmen.
Bahn und je nach Gegenverkehr könnt ihr hier auch alles vollfahren, hier durch und hier durch. Das ist alles verkehrsabhängig und dann hier auch alles Vollgas, zumindest mit der Party. Mit den anderen Bikes müsste es eigentlich auch hinhauen. Und dann wären wir im Ziel. So, ich würde sagen, wir werden dann ganz normal losfahren. Vollspeed alles. Wie gesagt, ohne Video, ohne Anlehnen machen wir das jetzt alles. Und mit der getunten Party absolut kein Problem. Ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Hier einfach nur runterjumpen. Ich fahre jetzt hier durch die Gasse. Hier auf diesen Gegenverkehr, das habe ich gemeint vorhin. Da müsst ihr einfach aufpassen, wenn ihr Vollgas da um die Ecke fahrt. Was zum Teufel war denn das? Bin ich jetzt echt am Bordstein verunglückt? Wow. Hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Das hatte ich noch nie. Egal, wir wiederholen es. Es ist schon etwas dunkel. Ich hoffe, das geht trotzdem. 3, 2, 1, and go. Also ohne Scheiß, das hatte ich noch nie. Als ob da eine unsichtbare Wand war. Wer? Ich kann sagen, der Gegenverkehr dort kommt so ziemlich immer. Jetzt fahre ich nicht mehr so knapp an dieser Bordsteinkante vorbei. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem noch alles. Wäre der scheiß Unfall nicht gewesen, wäre etwas heller. Ihr könnt ja auch abkürzen oder die Kurven schneiden, das ist alles möglich. Ihr könnt generell überall schneiden, der vor uns könnte jetzt links abbiegen, deswegen rechts überholen. Da einfach nur versuchen, vorausschauend zu fahren. Hier gehe ich schon mal links rüber in die nächste Kurve, verkehrsabhängig, Vollgas nehmen, kein Gegenverkehr. Kein Gegenverkehr. Den Gegenverkehr nehmen wir links. Wir fahren hier geradeaus. Wir könnten schneller sein, also 2 bis 4 Sekunden durch den Picknickplatz wären wir schneller, aber wir fahren jetzt hier geradeaus, weil das auch die Autoroute ist. Hier rein. Das habe ich gemeint mit verkehrsabhängig. Er hat mich jetzt gehindert, die Abkürzung zu nehmen. Hier dann, hier kommt am wenigsten Verkehr. Wir sind im Ziel. 102.152. Es geht noch schneller, also 2 Sekunden könnte man noch rausholen, auch durch diese Route, die wir jetzt gerade gefahren sind. Auf jeden Fall. Getuned oder ungetuned, mit beiden Fahrzeugen ist es möglich. 20 Sekunden Restzeit, ohne Video, ohne nach vorne lehnen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, Abo und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, haut rein!